Das Tempo, was hier Jan Finke angeschlagen hat, ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir schauen, reicht das aus, um mit dieser Lordano-Stute Lordana da vielleicht Guido Klatte da vorne ein bisschen zu ärgern. 48,73. Nein, das reicht nicht aus. Das reicht auch nicht aus, um Carsten Otto-Nagel, den Rider of the Year, zu ärgern. Sondern Platz 3 wird es für den Belgier.